ist das Naturinformationshaus Naturpark Frankenwald. Öffnungszeiten sind von 10 Uhr bis 17 Uhr und das ist der ehemalige Bahnhof von Blechschmidt-Hammer. An dieser Information Point gibt es verschiedene Informationen auf verschiedene Wanderwege, weil hier verlaufen 4 Fernwanderwege, wie das zum Beispiel der Frankenweg. Und da kriegt man weitere Informationen. Und hier gibt es auch Rastplätze für die Wandersleute, auch für Radfahrer, Fuß, alles Mögliche. Ein schöner Rastplatz. Und hier sind auch alte Züge. Und hier ist die Auswahl von Wanderwegen. König David zum Beispiel, Wanderkehlkreuz, Blandestein, Lichteberg, Blandestein, Höllental, Friedrich-Wilhelm-Scholle 300 Meter, Lichteberg 1,7. Aber eine tolle Auswahl an Wanderwegen. Zum Kurort Bad Steben ist auch nicht so weit. Und jetzt verlassen wir gleich Bayern, Freistaat Bayern, und gehen rüber nach Thüringen, nach Bahnstein am Rennsteig. Und da ist auch der obere Naturpark Zahle. So, jetzt haben wir Blechschmidt-Hammer verlassen. Haben wir auch Bayern verlassen. Jetzt sind wir in Ostthüringen, in der Gemeinde Bahnstein am Rennsteig. Das hat schon der Name. Hier beginnt auch der Rennsteig. Jetzt laufen wir mal durch Blandestein und dann geht es weiter dann Richtung Potting. Jetzt haben wir Blandestein erreicht. Die zwei Gebäude ist der Wanderstützpunkt Blandestein. Da gehen wir heute Mittag was essen. Und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Potting zum Aussichtsplattform. Und da beginnt auch der Rennsteig. Nur geht es weiter nach Potting. Jetzt haben wir Blandestein verlassen. Das ist die Saale. Jetzt sind wir auch im Naturpark Obere Saale in Thüringen. Wir laufen auch auf die ehemalige deutsche Innengrenze. Hier war die Grenze. Hier ist Thüringen und auf der anderen Seite, wo die Bäume und die Wiesen sind, ist Bayern. So, jetzt sind wir an der Saale. Naturpark Obere Saale. Wir sind auf dem Weg nach Blandeberg. Und dann geht es von da aus weiter nach Potting. So, jetzt haben wir Blandeberg erreicht. Blandeberg ist. So, das ist die ehemalige Papierfabrik. Blandeberg ist auf dem Berg oben. Es sind gut 900 Meter bergauf. Und das ist die alte Papierfabrik. Jetzt geht es weiter Richtung Potting. Und dann machen wir Pause.